Hallo und herzlich willkommen bei EDR-TV. Die Methodistische Kirche in Kuba hat die Gewalt gegen friedliche Demonstranten verurteilt. In vielen Städten hatten am 11. Juli Tausende gegen die kommunistische Regierung von Präsident Miguel Díaz-Canel demonstriert. Grund der Proteste ist die schwere Wirtschaftskrise in Kuba, die seit 30 Jahren andauert. Die Behörden reagierten brutal, ein Mann kam ums Leben. Die Kirche fordert nun die Redefreiheit der Bürger. Die Verwaltung der nordenglischen Stadt Blackpool hat sich bei dem US-Evangelisten Franklin Graham öffentlich entschuldigt. Die Behörde hatte 2018 Werbung für einen Auftritt von Graham von städtischen Bussen entfernen lassen. Zur Begründung verwies sie auf wiederholte homophobe Äußerungen des Evangelisten, dass praktizierte Homosexualität gemäß der Bibel Sünde sei. Das Gericht beschloss, dass es unter den Schutz der Meinungsfreiheit fällt, wenn Christen traditionelle religiöse Ansichten zum Ausdruck bringen. Die Tatsache, dass einige Menschen diese Ansichten als beleidigend empfänden, rechtfertige keine Eingriffe der Behörden. Mehr als eine halbe Million Menschen haben sich bei einer Mehrstädte-Evangelisation von der Organisation Christus für alle Nationen in Ostafrika für Jesus entschieden. Der sechswöchige Einsatz fand in insgesamt 5 Städten Tansania statt. Den Erfolg der Einsätze führte David Chambers auf die Studenten von den Evangelisations-Bootcamps zurück. Wir teilten die Teams, die 90 Studenten, in 5er-Teams auf und schickten sie jeweils in eine Stadt. Mit allen Ressourcen, mit all der Rückendeckung und der jahrelangen Erfahrung von Christus für alle Nationen waren sie gut ausgestattet, um 5 aufeinanderfolgende Evangelisationen im ganzen Land durchzuführen. Kopf der Organisation Christus für alle Nationen ist Daniel Colenda. Er spricht auf Open-Air-Großveranstaltungen, um Menschen den christlichen Glaube nahezubringen. David Chambers erklärt das Erfolgsgeheimnis. Anstatt jede Veranstaltung einzeln zu besuchen, predigte der Evangelist Daniel Colenda ein paar Nächte bei jeder dieser Kampagnen in jeder dieser Städte. Jesus wurde gepredigt und Augen wurden geöffnet, Ohren wurden geöffnet. Aber das größte Wunder von allen war die Errettung dieser Menschen. Die Vision von Evangelist Daniel Colenda ist es, in den nächsten 10 Jahren 150 Millionen Seelen für Jesus zu gewinnen. Eine Initiative, die das Team von Christus für alle Nationen das Jahrzehnt der doppelten Ernte nennt. Soweit die EDR-TV-Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.